Lieber Volkmar, das ist wieder wunderschön, dass wir so kurzfristig zusammenkommen. Oft sind wir bis jetzt noch nicht zusammengekommen und ich weiß noch gar nicht wirklich viel über dich. Nur das, was wir bis jetzt schon gemeinsam gemacht haben, uns ausgetauscht haben, da spüre ich schon, wir haben so viele Parallelen. Und jetzt im Vorgespräch hast du erzählt, da wo du bist, bist du eigentlich über den zweiten Bildungsweg hingekommen. Erzähl mal, wie es bei dir so ablief. Oh, das ist aber jetzt eine lange Geschichte. Hast du viel Zeit mitgebracht? Du kannst also jede Zeit der Welt, solange es nicht mehr als 3 Minuten sind. Ja, genau. Ja, also in der Tat. Ich habe zunächst einmal Hauptschule gemacht und bin dann über Klasse 10 letztlich in eine Ausbildung auch gegangen. Habe damals eine Ausbildung bei der Deutschen Bundespost gemacht als Fernmeldehandwerker. Einfach weil mich so dieses Thema Kommunikation immer schon interessiert hat und in diesem Fall mehr die technischen Aspekte. Und ja, dann war der Plan, nach Fachoberschule letztlich erst Elektrotechnik zu studieren. Den habe ich aber dann relativ schnell aufgegeben, weil ich in der Fachoberschule mit der Spezialisierung Elektrotechnik eben so dieses Denken der Elektrotechniker auch ein bisschen gelernt habe. Und da war dann oft immer dieses Blackbox-Denken. Man hat in Vierpol-Theorie gedacht. Und mich hat also mehr interessiert, was passiert im Transistor, als was passiert in einem Verstärker. Und insofern bin ich dann dazu übergegangen. Und damals ging das ganz gut. Man konnte also in Paderborn an der Universität Gesamthochschule, es war damals noch eine Universität Gesamthochschule, da gab es ja verschiedene, konnte man auch mit Fachhochschulreife in einen universitären Studiengang gehen. Und das habe ich gemacht. Ich habe dann Physik studiert, mit Vertiefung im Bereich Mikroprozessortechnik und Laserspektroskopie. Habe die ganze Zeit während meines Studiums letztlich mir das Studium finanziert über Hilfskraftstellen an der Uni. Und war ja dadurch, dass ich eine Ausbildung hatte, war ich ja schon auch vorm Vordiplom in der Lage, da eben Hilfskraftstellen zu bedienen und habe dabei eben eine Menge unterschiedlicher didaktischer Ansätze lernen dürfen, weil ich immer wieder Professoren mit unterstützt habe und ihnen dabei geholfen habe, sozusagen ihre Übungen zu machen oder auch ihre Vorlesungen vorzubereiten. Und das hat mich dann letztlich auch zu meinem Doktorvater geführt, der festgestellt hat, ah, der Junge, der kann unheimlich gut programmieren. Ich hatte mir nebenbei so ein bisschen das Programmieren beigebracht und ja, da war dann irgendwann die Frage, könntest du bei uns das Labor steuern? Könntest du da die Programmierung machen? Und so bin ich letztlich dann in eine Gruppe für Laserspektroskopie gekommen. Und man hat dann noch ein paar andere Qualitäten bei mir festgestellt, nämlich, dass ich zum Beispiel technische Zeichnungen lesen kann und sogar anfertigen kann, weil das hatte ich ja in der Ausbildung gelernt. So, und das hatte den Riesenvorteil, wir hatten ein Großgerät, einen sogenannten Magnetkryostaten. Den haben schon Generationen von Physikern versucht, in Betrieb zu nehmen. Und er hatte einige mechanische Schwächen. So, das war so ein supraleitendes Teil. Also, wenn das dann richtig funktioniert hätte, dann hätte man damit super Experimente machen können. So, und die meisten sind allerdings daran gescheitert, eben, wie gesagt, diese Mechanik in den Griff zu kriegen. Und man brauchte dazu auch eine mechanische Werkstatt. Die hatten wir da in der Uni. Nur wenn zu dem Werkstattleiter Physiker gekommen sind und mit ihrem Butterbrotspapier, wo sie irgendwelche Skizzen drauf hatten, wie man das wohl machen könnte, dann war der meistens nicht so begeistert und hat die dann oftmals auch rauskatapultiert. Und als ich dann mit meiner technischen Zeichnung dort ankam und ihm genau gesagt habe, wo was zu schlichten ist, in welcher Granularität und so weiter, da hat er gesagt, wo kommst du denn her? So, und davon schwärmt tatsächlich mein Doktorvater heute noch. Ich habe immer noch zu dem eine gute Beziehung. Also, ich habe dann Experimente tatsächlich machen können, aufgrund auch dieses Großgerätes. Die hat man vorher so nicht machen können. Wir hatten bei uns einige Laserexperten und insofern konnten wir dann bestimmte Messmethoden aus der Atomphysik übertragen in die Festkörperphysik. Also, es war letztlich Halbleiterphysik. Und ich habe dann tatsächlich mit einem meiner ersten Experimente noch zu Diplomarbeitszeiten, habe ich ein Phänomen gefunden, das nannte sich die Quantenbeats. Also ich habe Quantenbeat-Methode aus der Atomphysik übertragen in die Halbleiterphysik
Und das war damals phänomenal. Das konnte man damals eben nur mit Pikosekundenlasern machen. Und wenn man eben entsprechende Großgeräte für, ja, für die Auflösung bestimmter Energieniveaus hatte. Und das war eben dieser Magnetkryostat. So, und ja, das hat mich dann so fasziniert, dass ich dann gesagt habe, okay, das würde ich jetzt gerne weiterführen, um eben auch zeigen zu können, dass es bestimmte Phänomene elektronischer Art in anderen Festkörpern gibt. Also bin ich dort dann letztlich geblieben. Die Arbeitsgruppe und der Professor insbesondere, die waren so begeistert, dass sie eben gesagt haben, okay, wir versuchen das irgendwie hinzukriegen, dir eine entsprechende Stelle zu finanzieren. Und das hat dann auch gut geklappt, weil ich habe auch gleichzeitig so ein bisschen so dieses Thema Familienplanung gehabt. Und so habe ich dann tatsächlich auch da anschließend in diesem Bereich dieser quantenphysikalischen Experimente promoviert und habe während dieser Zeit ein sehr unbeliebtes Praktikum geleitet. Nämlich das Praktikum, das hieß bei uns damals Anfängerpraktikum 3, da ging es ganz viel um Elektronik. Die Grundlagenpraktikas, die sind bei Professoren nie beliebt. Die sind nie beliebt, ne? Und vor allen Dingen Elektronik, da hatten die Physiker überhaupt keine Lust drauf. Und gut, ich kam aus dem Bereich im Grunde genommen, ich habe Elektronik in meiner Ausbildung eben auch gelernt. Und ich habe dann, das waren ja eben auch Fremdleistungen, die wir für Ingenieure gemacht haben, Elektrotechniker und so weiter. Und für mich war das irgendwie was ganz Leichtes und ich habe das gerne gemacht. Ich habe gesagt, okay, da gehe ich gerne in die Lehre. Das macht mir mehr Spaß, als wenn ich irgendwelche Übungen nachgucken muss oder sonst was. Weil Praktikum hast du da nur dann sozusagen die Betreuung gehabt und die Berichte. Gut, das war damals schon immer so ein Copy und Paste. Das, naja, gut. Ja. Aber insofern war das eine sehr schöne Zeit, die mir aber auch gezeigt hat, dass ich sehr gerne mit Menschen zusammenarbeite. Mhm. Und auf dem Wege war dann irgendwann mal meine jetzige kluge Frau, die gesagt hat, Mensch, was willst du denn danach machen, wenn du jetzt die Promotion fertig hast? Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, Mensch, am liebsten, ich würde gerne was mit Wirtschaft machen, aber auch eben mit Menschen. Und ich wusste zu der Zeit, kannte ich das Modell der Berufsakademien noch gar nicht. Ach, okay. Weil das gab es eben in Nordrhein-Westfalen nicht. Ne? Gibt es ja bis heute noch nicht. Baden-Württemberg ist Erfolgsmodell. Ja, das ist sozusagen Baden-Württemberg oder Schleswig-Holstein, da sind das sozusagen die Erfolgsmodelle. Und ich kannte das, wie gesagt, nee, habe aber gesagt, so irgendwas so in dieser Kombination, ohne dass ich wusste, dass dieses Modell existiert. Mhm. Und dann, wie das so ist, wenn du dann so einen Gedanken aussendest, hat mir ein anderer Physikerkollege, der hat mir dann gesagt, Mensch, du suchst da mal was mit Lehre und Wirtschaft und so. Guck mal hier, da gibt es da in Niedersachsen, in Hameln, gibt es gerade so eine Stellenausschreibung. Ist zwar schon ein bisschen drüber, aber vielleicht magst du dich da ja bewerben. Die suchen einen stellvertretenden Akademieleiter für eine Berufsakademie. Die machen da auch Informatik und ähnliche Dinge. Du hast da auch Mikroprozessortechnik. So und so auf diesem Wege. Bin ich dann tatsächlich nach Hameln gekommen und habe dort bei der Berufsakademie damals angefangen, habe dann ab 2002 da die Geschäftsführung tatsächlich übernommen und habe das 2008 bis 2010 dann weiterentwickelt zu einer Hochschule, zu einer privaten Fachhochschule. Und wir haben eben in erster Linie duale und berufsbegleitende Studiengänge gemacht, in den Bereichen Wirtschaft, Informatik und Technik. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich mich da schon sehr früh aufgrund dieser Dualität, du hast verschiedene Lernorte, ne? Eigentlich sind es ja sogar drei Lernorte, nämlich der Lernort im Betrieb, der Lernort an der Hochschule oder Berufsakademie und der Lernort zu Hause, wie auch immer. Mhm. Und diese Lernorte jetzt zusammenzubringen, das war schon natürlich damals auch eine Herausforderung und da sind wir recht früh angefangen und haben eben so Blended Learning Ansätze zusammen mit Lernmanagementsystemen und so weiter etabliert. Und ich war auch, glaube ich, zusammen mit Spannagel und Hanf, war ich einer der Ersten, der so dieses Flip Classroom dann gemacht hat. Also wir haben eben letztlich irgendwann die Veranstaltungen aufgezeichnet oder wir haben eben speziell kleine Video-Nuggets gemacht, um dann die Zeit mit den Studierenden, wenn wir zusammen waren vor Ort, wirklich auch sinnvoll zu nutzen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen und eben letztlich Wissen anzuwenden. Ja, weil Wissen macht erstmal gar nichts. Das heißt ja immer, Wissen ist Macht, aber eigentlich macht es gar nichts, sondern du musst es anwenden können. Ja, und das ist eben mit Flip Classroom oder eben im Blended Learning ist es dann eben viel einfacher möglich. Und ja, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Durch diese Entwicklung war ich letztlich dann Gründungspräsident der Hochschule und da waren dann eben auch viele Aufgaben, wo ich gesagt habe, und das wäre eher was für einen Juristen oder wie auch immer. Und so habe ich mich dann vor 5 Jahren tatsächlich selbstständig gemacht mit ersten Digitalisierungsprojekten. Wobei ich sagen muss, wir sind ganz schnell drauf gekommen, es geht immer um Menschen. So, der Mensch steht im Mittelpunkt, auch bei welchen Veränderungsprojekten auch immer. Und bin letztlich auch über die Corporate Learning Community dann dazu gekommen, habe jemanden kennengelernt, den Heinz Erretkamps, wo wir dann bestimmte Projekte vom klassischen Projektmanagement in das agile Projektmanagement geführt haben. Einfach immer dann, wenn wir festgestellt haben, gut, hier ist sozusagen dieser Übergang zwischen mehr komplizierten Ingenieurprojekten hin zu komplexen Projekten, also mit ganz viel Unbestimmtheit im Spiel gewesen. Und dann sind diese Projekte oft in so ein Stuck-State gelaufen und es hat sich irgendwie nichts mehr bewegt. Es war dann irgendwie festgefahren. Und da haben wir eben dann mit agilen Ansätzen schon auch wieder reichlich Erfolge erzielen können. Und das Interessante war dann letztlich, okay, wie ging es dann weiter in den Unternehmen? Diese agilen Teams, die stoßen dann schnell an Unternehmensgrenzen, jetzt gerade bei einer Matrix-Organisation oder wie auch immer. Und im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, wenn wir mit den Kunden gesprochen haben, es lag gar nicht an den Teams. Die Teams haben geliefert und das war alles gut. Es lag letztlich an der Umfeldgestaltung. Ja. Und die Umfeldgestaltung, die wird durch Führung halt gemacht. Und auf diesem Wege sind wir dann jetzt dazu gekommen, letztlich Produkte zu entwickeln für das Gestalten von Führungspersönlichkeiten, von Führungsrahmenbedingungen. Und so ist zum Beispiel die Leadership Coaching Challenge entstanden. So sind diese Produkte mit Coachify entstanden und so weiter. Ganz viele Impulse und ganz viele Dinge eben aus der Zeit mitgebracht haben, die ich ja vorher schon auch gestaltet habe. Ich habe ja mit Studierenden das auch im Grunde genommen so erlebt. Es geht ja im Endeffekt bei Führung immer um Selbstführung. Ja, ich darf mich selbst führen. Wenn ich mich selbst führen kann, dann kann ich auch ein Umfeld gestalten, in dem andere sich wohlfühlen und in dem andere ihr Potenzial entfalten können. Und das ist für mich so das Entscheidende. Wie kann man eben gemeinsam Potenziale entfalten? Ja, indem man eben letztlich schaut, wo liegen die Stärken der Einzelnen und wie kann man die eben optimal einsetzen. So, und das sind so Punkte, die wir jetzt weiterverfolgen und das eben auch, ja, wir nennen das jetzt Blended Learning Ansatz, Blended Coaching Ansatz, also von Blended Learning abgeleitet, Blended Coaching, weil wir eben kleinen Zirkeln die Gelegenheit geben, auf dem Coachify beispielsweise sich erstmal selbst auf einen bestimmten Stand zu bringen und sich bestimmte Fragen zu stellen und mit diesen Fragen dann umzugehen. Und dann gibt es eben synchrone Meetings, wo wir eben gemeinsam uns austauschen und wo wir als Coaches das Ganze eben unterstützen. Und insofern war jetzt, sagen wir mal, für uns die Corona-Zeit sogar sehr positiv, weil einfach auch eine andere Bereitschaft da war. Eine Bereitschaft da war, mal andere Dinge auszuprobieren, eben auch online bestimmte Dinge auszuprobieren. Mhm. Ja. Also ich merke schon, ein 3-Minuten-Monolog, der mir viel, viel kürzer vorkam als 3 Minuten. Ich habe so viele Parallelen, also nicht nur der Hauptschulabschluss haben wir gemeinsam, sondern auch die Telekommunikation. Und ich war auch an der dualen Hochschule von 2003 bis 2010 als freier Dozent. Also ja. Ich weiß jetzt, warum wir so nah beieinander sind. Herzergreifend, toll. Also da müssen wir uns im Anschluss noch viel, viel tiefer unterhalten. Wenn, was ich auf jeden Fall mache, in das Video einen Link zu deiner Coaching-Plattform, dass sich die Menschen auch mal reinschauen können, was du da konkret machst, weil ich habe es mir schon angeschaut und wie du es machst, ist einfach toll. Das kommt einfach klar rüber. Wenn du jetzt zurückschaust für deinen Studenten, klar, es ist immer schwer, wenn man schon einen Weg weitergegangen ist. Aber zum Beispiel ein Mentor, der ist ja jemand, der schon ein Stück weit gegangen ist, der etwas überblicken kann. Wenn du jetzt Mentor wärst für einen Student, der jetzt im ersten, zweiten Semester der dualen Hochschule ist, was würdest du ihm an 3 Empfehlungen mitgeben? Wo soll er sich ausrichten? Was soll er für sich kultivieren? Was soll er für sich kultivieren? Also für mich ist sozusagen das erste
eine gewisse Wahrnehmung immer dann, wenn er eine Irritation hat. Dann kommt natürlich das Gehirn ganz automatisch zu einer Bewertung. Ja. Und Irritationen werden oft irgendwie so abgetan, so, ne? So fühlt man sich nicht gut mit. Das ist der inkohärente Zustand, würde ich sagen. Das ist ein inkohärenter Zustand, genau. Und findest diese Irritation ist aber auch gleichzeitig, und da kommen wir zu diesem Stichwort Reframing, ist gleichzeitig eine Möglichkeit für eine Lernchance. So, und das ist so ein Punkt, Wahrnehmung, wenn du eine Irritation hast, Fragen. Fragen, Fragen, Fragen. So, das finde ich, ist das Wichtigste. Mich hat mal jemand interviewt und hat gesagt, Mensch, meinen Sie denn, dass von Ihren Videos da jemand auch wirklich ernsthaft lernen kann? Und da habe ich dann ganz, ganz direkt gesagt, nee, aber der wird einige Fragen haben wahrscheinlich. Und da fängt das Lernen an. So, und ja, das ist ja das Interessante. Ja, ich sage ja nicht, dass man jetzt von Videos wirklich tiefgreifende Dinge lernen kann. Aber wenn es dazu führt, dass ich gewisse Dinge mal neu bedenke, eine andere Perspektive einnehme und dann Fragen habe oder gar irritiert bin, ja, dann ist es genau das, was ich erreichen will, ne? Dann habe ich genau den Punkt, wo Lernen anfängt. Und insofern ist es so ein bisschen, hat es so ein bisschen sowas mit Achtsamkeit zu tun, einfach mal zu gucken, ja, wo habe ich so eine, wo spüre ich so eine Irritation, was macht das gerade mit mir, ne? Und da nicht einfach so drüber weggehen und diesen Automatismus im Gehirn wirken lassen, also vom Autopiloten mal wieder selber die Steuerung übernehmen und selbst sich dieser Sache widmen. Dann für mich ein ganz entscheidender Punkt ist ja bei diesem dualen Wechselspiel, dass ich eben im Anfang vielleicht nicht immer die Zusammenhänge sehe, weil ich natürlich sozusagen aus der Perspektive meines Unternehmens gucke und weil ich aus der Perspektive gucke, ja, ich bin ja jetzt gerade als Anfänger unterwegs und stelle mir oft die Frage, wozu brauche ich das? Ja. So, und das ist vielleicht so ein Punkt, Netzwerke entstehen ja sukzessive und deshalb ist es vielleicht ein guter Tipp zu sagen, mach möglichst viel in kleinen Schritten. Aber versuch nicht immer gleich sozusagen alles zu erfassen. Das wird dir nicht gelingen, zumal du eben erstmal auch die Perspektive aus deinem Unternehmen mitbringst. Nur bleib unbedingt offen für die Dinge, die da auf dich zukommen, weil du wirst nicht dein Leben lang in einem demselben Unternehmen sein. Ja? Und das ist manchmal so, wir haben das erlebt eben in der Informatik, so da waren dann welche in einer Fachrichtung, ich sag mal Anwendungsentwicklung. Und es ist erstaunlich, wie schnell das Umfeld des Unternehmens dann bei Studierenden dazu führt, dass sie, ja, man kann sagen, den Blick fokussieren auf bestimmte Dinge. Man kann aber auch sagen, es sind gewisse Scheuklappen. Ja? Also insofern, da darf man so ein bisschen offen bleiben. Und als junger Mensch, finde ich, sollte man lieber so das Ganze wahrnehmen. Das Fokussieren, das kommt schon ganz automatisch. Ja? Das ist so. Also letztlich ist ja das Verhalten dann nachher auch, wie ich mich da im Studium verhalte, ganz stark durch das Umfeld geprägt. Das merkt man eben gerade in dualen Hochschulen. Ne? Das sind diejenigen, die kommen da und daher. Und ach, und das sind die aus dem Betrieb. Und so, das merkst du einfach, ne? weil die Umfeldgestaltung schon alleine durch den Betrieb, die haben ja eine stärkere Sozialisierung durch das betriebliche Umfeld als durch die Hochschule. Ja, ja. Hochschule macht zwar auch eine gewisse Sozialisierung, aber die ist nicht unbedingt so stark wie die durch das Unternehmen. Ich habe es auch krass gemerkt. Du hast sofort gemerkt, wo die wirklich guten Schüler herkommen, die guten Studenten. Das wusstest du in der ersten Vorlesung, nach 10 Minuten. Ja, aber das hat was mit der Umfeldgestaltung in dem Betrieb zu tun. Absolut, und der Auswahl. Ja. So, und insofern habe ich immer gesagt, als Berufsakademie oder nachher auch als Hochschule, wir können einen gewissen Teil mit anbieten, das sind Lernangebote, aber letztlich muss ich in der Praxis dann zeigen, ne, ob du das wirklich auch umsetzen kannst. Und deshalb war uns eben auch wichtig, dass wir insbesondere nachher in den letzten 2 Semestern des Bachelorstudiengangs das Thema Projektstudium gefördert haben. Und da war immer schon dieses Thema goldene Dreieck, ist ja mal das eine, ne, was du im Projekt hast. Ne? Aber das andere ist eben, wie ist die Kommunikation, was spielt sich unterhalb der Wasseroberfläche beim Eisberg ab und ähnliche Dinge. Ja. Und das ist dann sozusagen das Nächste, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Viele, ist klar, arbeiten dann immer im inhaltlichen Bereich
weil sie lernen das ja so. Und das wird auch von Führungskräften auch so vorgemacht. Ne? Du musst fachlich, musst du da voll. So, und das entscheidet nachher aber nicht über Projekte. Und das darf man schon relativ aber früh klar machen. Und da macht es wenig Sinn, darüber zu sprechen. Das dürfen die selber erleben. Das Selbsterleben, das macht den nachhaltigen Lerneffekt. Ja? Darüber zu sprechen, das kann man machen, ja. Aber letztlich entsteht das nachhaltige Lernen im Selbsttun. Und das halte ich eben für ganz wichtig, da auch einfach mutig zu sein und selber Dinge auszuprobieren. Und letztlich hängt es natürlich dann von der Umfeldkultur ab. Ich mag ja nicht dieses Wort Fehlerkultur, aber Feedbackkultur kann man ja sagen. Also jede Sache, die irgendwo auch nicht funktioniert, ist ja auch ein Feedback. Ja. Und damit eben umgehen zu lernen, das ist die tolle Chance bei so dualen Studiengängen. Ne? Das ist ja fast schon ein Doppeltipp. Ja. Also wären wir eigentlich bei den drei Tipps schon durch. Ja, der letzte ist so umfangreich, sich zu öffnen, die Scheuklappen abzulegen, ist zuerst mal die Wahrnehmung des Raumes, der Gelegenheiten. Und ich weiß ja, dass du mit Quantenphysik auch was zu tun hast. Quantenphysik ist ja das Raum der Möglichkeiten, das Meer der Möglichkeiten. Ja. Alles sind Gelegenheiten. Sobald du sie halt betrachtest und sobald du für sich du erkennst, werden sie manifestiert. Vorher sind es einfach nur Möglichkeiten, die du ergreifen kannst oder halt lassen kannst. Und der dritte Tipp ist ja quasi in die Praxis zu gehen. Also vom Wissensmanagement in Handelnsmanagement. Ich habe damals Vorlesung gehalten über Wissensmanagement. Es hat nie aufgehört beim Wissen, sondern beim Wollen, beim Können, beim Handeln. Und darum hatten die auch zum Schluss einen praktischen Versuch, den die machen mussten. Der hat sogar ein Drittel der Benotung ausgemacht. Und da mussten die selbstständigen Gruppenarbeit ein System aufbauen, wo ihnen immer Spaß gemacht hat. Also das war viel interessanter als jede Theorie. Ja, genau. Ja. Also ich kann das alles nachvollziehen und diese Tipps sind wirklich, also ich wäre dankbar, wenn ich dich als Professor gehabt hätte mit diesem reichhaltigen Wissen. Wie geht es deinen Kindern, wenn du mit den Tipps kommst? Ja, interessanterweise haben die beiden, ohne dass ich da irgendwie was, haben beide auch dual studiert. Ui. Und also da hat irgendwas schon vorher abgefärbt, weil sie gesagt haben, okay, nee, das wollen wir auch. Wir wollen auch, auch wissen, wozu machen wir das eigentlich? Und das ist halt, sagen wir mal, in einem mehr theoretisch gelagerten Studium ist das, also ich habe wirklich Physik studiert, weil ich habe das Interesse gehabt, so ein Urinteresse, ne? So nach dem Motto, wie funktioniert der Transistor oder dieses oder jenes? Und das ist ja manchmal in bestimmten Studiengängen, wie gesagt, führt das ganze Netzwerk erst am Ende zusammen und ungeschickterweise muss man sagen, das ICTS-System oder eben auch das, was wir jetzt in Bachelor- und Masterstudiengängen erleben, führt dann manchmal dazu, andere Lernstrategien anzusetzen. Weil du ja sozusagen mit jeder Prüfung machst du ja einen Beitrag schon für deine Abschlussprüfung. Also versuchst du jede Prüfung so gut wie möglich zu machen, logischerweise. Das führt aber nicht immer dazu, das ist so ein bisschen Bulimie-Lernen mäßig, das führt nicht immer dazu, dass ich nachher sozusagen das ganze Netzwerk vernünftig bilden kann. Ja, das merken wir immer, wenn wir in der Bachelor-Thesis mal ein bisschen neben dem Thema der Thesis gefragt haben und versucht haben, so das große Ganze mal zusammenzuführen. Und da ist eben so dieses modulare System, wie wir es heute leben an den Hochschulen, aus meiner Sicht noch verbesserungswürdig. Ne? Ja. Das war auch Grund, warum ich dann vor 11 Jahren aufgehört habe. Weil ich hatte so ein Ergebnis mal, als ich angefangen habe 2003 mit der Vorlesung, war da noch nichts da. Das war völlig neue Vorlesung. Also ich konnte nicht auf einen Schlag alles machen. Und die ersten Studenten, die waren richtig offen, haben Fragen gestellt. Also ich glaube, ich war nach der Vorlesung eine Stunde da gesessen, habe mit denen diskutiert. Genauso wollte ich haben. Und dann über 2-3 Jahre habe ich dann alles komplett gehabt. Und dann hat der betreuende Professor gesagt, hey Roland, das war so toll mit der Gruppe, möchtest du nicht, die sind jetzt kurz vorm Abschluss, denen die restlichen Sachen, wo jetzt dazu kamen, auch nochmal nahebringen? Da habe ich gesagt, ja gerne, weil die waren toll. Die gleichen Leute, 3 Jahre später, also am Anfang und dann am Ende, ich habe die nicht wiedererkannt. Die haben keine Fragen mehr gestellt, die haben nur noch gewartet, dass sie ihr Diplom kriegen oder ihr Bachelor. Ich dachte, nee, das kann doch nicht sein. Schade, das waren so Wissbegierige, die haben so viele Fragen gestellt, was sie direkt
aus dem Abitur kam. Und dann nach 2, 3 Jahren, da war nichts mehr da. Und das hat mir sehr zu denken gegeben. Ich habe dann noch einen Schritt dazwischen gemacht, weil ich dachte, ich schaue jetzt mal, wie es an der Uni ist. Also auch mit Promovieren angefangen. Nee, das war nicht viel besser. Dann wusste ich für mich zumindest, also zumindest 2011, 2012, wusste ich für mich, dieser Bereich wird nicht mehr mein Wegbegleiter sein. Ja. Und ähnlich bei dir ja auch. Ja. Also ich kam auch vor 10 Jahren zu dem Schluss, das ist es dann doch nicht. Also Bildung muss anders aussehen. Ja, Ich finde es absolut. toll, dass deine Kinder, die sind ja auch älter als meine. Also Ja, mein ja. Ältester ist 16, von daher habe ich noch Hoffnung, weil immer wenn ich irgendwelche, ja, hochtrabenden Dinge, die einem so zugefallen sind, wo man sagt, boah, mein Gott, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hat man natürlich diesen Bedarf, auch den Kindern das nahezubringen. Und die Ja. sagen dann, kein Interesse. Ja. Also, Nein. das ist from push to pull, ne? Also, wenn Sie neugierig sind, dann ist es wunderbar, dann darf man auch das eine oder andere beitragen. Und im anderen Fall machen die ihren Weg. Die machen ihren Weg auf ihre Art und Weise. Und immer dann, ich bin da sehr dankbar für, das ist ja natürlich heute auch noch so. Unser Sohn, der hat erst vor kurzem, also vor einem halben Jahr, seinen berufsbegleitenden Master abgeschlossen und eine ganz tolle, super tolle Arbeit geschrieben. Und da hat halt an der größten Universität in Deutschland diesen Abschluss gemacht. Das ist die Das ist Fernuni irgendwie Paderborn. Hagen. Das ist die Fernuni Die Hagen mit über 80.000 Fernuni Hagen, Studierenden. ja, man hat da schon was davon gehört. Und ja, da hat er sich schon den einen oder anderen Tipp dann immer wieder noch geholt. Und das fand ich natürlich toll, wenn die sich holen, wenn sie auch einmal wieder fragen und sagen. Und er hat mich auch als Sparringspartner noch dafür ein informationstechnisches Projekt genommen, wo es um Migrationsfragen von Großrechnern auf Netzwerke ging. Und da konnte ich inhaltlich gar nicht so viel dazu beitragen. Aber letztlich lese ich dann ja zwischen den Zeilen. Und das hat ihm, glaube ich, unheimlich geholfen. Und das war ein tolles Sparring. Und es ist immer schön, wenn sozusagen das von den Menschen kommt, dass sie einen wirklich auch brauchen und fragen. Dann funktioniert Lernen. Es funktioniert nicht, wenn ich irgendjemanden belehren will. Das Genau. muss man einfach lassen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Da hast du das Wichtigste angesprochen, was ich quasi auch gelernt habe. Wenn ich jetzt meinen Kindern meine, ich habe jetzt eine tolle Idee und ich muss es ihnen unbedingt erzählen und sie müssen es annehmen, kann es komplett knicken. Da haben die gar kein Interesse dran. Aber wenn sie Fragen stellen, dann hören sie sich das auch an. Und ich weiß halt über 1, 2 Wege, wenn man dann mit einem Lehrer dann spricht, dann erzählen die durchaus sehr positiv über diese Gespräche. Nur Ja. das lassen sie sich natürlich nicht wissen, was auch gut ist, was wirklich gut ist. Aber man Ja. kriegt so rüber dann doch die Rückmeldung, hey, das, was man tut, ist doch nicht vergebens. Und die Gespräche beim Spaziergang, die sind nicht einfach ein Ohr raus, andere rein. Nee, nee. nein, 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 nein. Selbst wenn die Ohren Kopfhörer drauf haben und Musik hören, kriegen die alles mit, was man sagt. Alles. Aber alles, das weiß ich mittlerweile. Und das, was sie Ja. nicht hören wollen, das kriegen sie auch nicht Das mit. ging's auch nicht mit. Nicht, Nee, dass dann, das ist ich kann dich nicht verstehen. Also schon. das, diese, ja, diese Lernkurve habe ich auch schon Ja, durchlaufen. nee, das ist definitiv so. Und Das. insofern macht Lernen immer nur dann Sinn, wenn eine Lernbereitschaft da ist. Und dann macht es auch Spaß. Lernen darf richtig Spaß machen. Ja, sicher ist es an manchen Stellen auch anstrengend, klar, aber man wird ja letztlich damit belohnt nachher, dass man wieder bestimmte Dinge verstanden hat und umsetzen kann. Und das ist ja das Schöne. Ne? Und insofern, ja. So, und jetzt kommt die Abschlussfrage. Dafür hast du jetzt maximal 10 Minuten, sonst wird das Video zu lang. Aber die ist wirklich, die werden wir nicht komplett beantworten können oder du nicht in 10 Minuten. Aber gib doch mal so einen Ausblick. So, du bist jetzt plötzlich, Deutschland verfällt wieder in die Monarchie und du bist jetzt derjenige, der die Deutschen so führen soll und zu einem Wissensland werden soll. Nicht nur Dichter und Denker, sondern du bist noch einen Schritt weiter. So, was sind deine ersten, was sind das denn, diskrete oder wie das man nennt, die du dann an die Tür anhaust, wo sich alle richten, und zwar im Bildungsbereich. Was sind deine 3 Thesen? Also nicht so viel wie Luther an die Wand nageln, drei. Deine 3 Thesen. Was Drei muss sich Thesen. ändern in der Bildungslandschaft? Ja, was muss ich ändern in der Bildungslandschaft? Ich glaube, also erstmal gibt es ja sozusagen diese These, Veränderungen bei Menschen werden letztlich nur durch
bei Rahmenbedingungen gestaltet. Das merke ich jedenfalls im Coaching, ja. Entweder du hast wirklich ein attraktives Ziel, wo du wirklich sagst, da willst du wirklich hin. Das ist das, was mich interessiert und das möchte ich machen. So ein bisschen war das bei mir im Physikstudium, ja. So, also ein ganz attraktives Ziel, was dich anzieht. Oder der andere Punkt ist, das muss man auch ganz deutlich sagen, das erlebe ich halt in der Wirtschaft viel, große Schmerzen. So, und das sind die beiden, sagen wir mal, das ist das Spannungsfeld, in dem bewegt sich dann letztlich Veränderung. Für mich ist Veränderung Lernen, Lernen ist Veränderung. So, das ist für mich fast ein Äquivalent. Das ist eine Art Anpassung, Anpassung an die Veränderung. Die Veränderung ist schon passiert und du passt dich durch Lernen jetzt an die neue Gegebenheit an. Ja, letztlich, wie gesagt, also wenn ich verändere mich ja beim Lernen. Beim Lernen verändert sich meine innere Haltung, mein Wissen, mein was auch immer. Ja, das verändert sich ja. Und insofern, nee, verstehe ich das schon so, dass ich sage, okay, Lernen ist auch Veränderung im einfachsten Fall. Und dazu muss es einen Anlass geben. Wenn es keinen Anlass gibt, ist es ganz schwierig, Menschen dafür zu begeistern. Das würde ja heißen, man müsste Optionen schaffen, dass die Menschen Ziele sehen. Also das ist immer wieder bei der Quantenphysik, das Meer der Möglichkeiten sichtbar machen, dass die Menschen sehen, hey, hier könnte ich etwas bewirken. Ja, und das Faszinierende ist doch zum Beispiel, wenn du kleine Kinder beobachtest am Strand, wenn die ihre Sandburgen bauen. Ja. Die bauen die doch nicht mit einem Ziel, damit irgendwas Großes zu erreichen oder womöglich noch mit dem Ziel, jetzt Erwachsene zu begeistern oder so. Das interessiert die gar nicht. Ja, sondern die bauen das aus reiner Freude am Tun. Das ist insbesondere auch viel Tun. Und dann experimentieren die womöglich, ja, wenn da jetzt Wasser reinfließt, was geht da weg und so weiter und was bleibt am nächsten Tag über. Und ja, wenn sie was ganz Tolles gebaut haben, dann sind sie auch vielleicht mal traurig, wenn das am nächsten Tag kaputt ist, wie auch immer. Aber dann fangen sie wieder an. Ja. So, und wenn man das wieder wecken kann, also diese Sehnsucht, etwas zu gestalten, etwas zu schaffen, dann ist es für mich sozusagen auch ein toller Anlass. Also ich muss nicht immer den Anlass haben, jetzt die Welt zu retten, im Sinne von jetzt zum Beispiel, was können wir alles fürs Klima tun oder, weil das führt dann ja nur auch wieder zu so einer stressgetriebenen Situation, so, jetzt müssen wir schnell eine Lösung finden oder wie auch immer. Sondern ich glaube, dass die Menschheit in der Lage ist, diese Sachen auch wirklich selbst zu gestalten. Nur wenn ich einen Rahmen dafür schaffen kann, dann muss es immer eine Art Einladung sein, meiner Meinung nach. Ja, ich muss also, ich kann bestimmte, wenn du jetzt sagst, ich bin der Monarch, kann bestimmte Leit- und Schutzplanken geben. So, das halte ich für ganz wichtig. Das halte ich auch für in Projekten ganz wichtig. Leit- und Schutzplanken ist die Aufgabe der Führung. Ja, dass die dafür sorgen, okay, dass der Rahmen so gestaltet ist, ja, dass ich letztlich in diesem Rahmen das volle Potenzial entfalten kann, im Sinne auch, und da sind wir jetzt wieder, ich beschreibe manchmal das Teambuilding, beschreibe ich manchmal wie einen Physik, wie einen Laser. Wie ein Laser? Wie ein Laser. Was ist ein Laser? Also ein Laser besteht ja im Grunde genommen aus drei Dingen. Einmal der Materie, die da zum Lasern gebracht wird. Das kann ein Gas sein, Festkörper, Flüssigkeit. Dann gibt es einen Resonator. Mhm. Ganz wichtig. Also zwei Spiegel im Wesentlichen. Mhm. Und dann gibt es eine Pumpe, eine Energiepumpe. Mhm. So, und dadurch, dass ich einen Resonator habe, wird das Licht, was durch die Pumpe reingepumpt wird, wird in diesem Resonator immer wieder durch das Material durchreflektiert. Und dadurch entsteht irgendwann sowas wie stehende Wellen. Dadurch entsteht, und das ist ja die Abkürzung, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Da steht also stimulierte Emission. Das heißt also, für mich ist diese Materie, sind diese Teams, ist das Team, was sich gegenseitig stimuliert und was sich gegenseitig dann auf bestimmte Ergebnisse auch fokussiert. Und mit diesem Fokus bringen die etwas zustande über die Kohärenz, weil die alle im Gleichtakt schwingen, bringen die was zustande, was man eben selbst mit natürlichem Licht nicht hinbekommt. Mhm. Ja, nämlich einen ganz starken Fokus auf ein neues Ergebnis. Und das, und das ist so das Faszinierende eben auch bei einem Laser. Und ich hatte es ja gerade gesagt, die Rahmenbedingungen sind Leit- und Schutzplanken. Der Resonator sind für mich Leit- und Schutzplanken.
Und Führung darf eben auch Energie da reinbringen. So, was ist, also man fängt mit einer Einladung an, aber was kann ich für euch tun, damit ihr wirklich auch in diese stimulierte Emission kommt, damit ihr euch gegenseitig sozusagen dabei unterstützt? Und die Energie reinbringen, das ist, glaube ich, eine der zentralen Aufgaben von Führung. Und das kann man nur über Empathie machen. Ne? Das kann nur mit Empathie funktionieren. Das kann nicht irgendwo jetzt mit einem wie auch immer gearteten Druck funktionieren, sondern wenn ich eine Eigenstimulation der Beteiligten haben will, dann darf ich genau das eben auf eine bestimmte Art und Weise mit Empathie fördern. Potenzialentfaltung funktioniert immer nur, wenn ich einen gewissen Rahmen habe und wenn ich wirklich auch selber stimuliert bin und dann eben auch andere mitstimulieren kann. Ja? Das passt auch ganz gut zu dem Regelkreis. Ich denke mal, da kennst du dich auch gut aus, Frederik Fester, Neuland des Denkens, Kybernetik. Da hast du auch in diesem ganzen Kybernetik-Modell hast du immer positive Rückkopplungen und negative. Die positiven, es ist der Katalysator, der sozusagen selbst verstärkt und System hochfahrt. Ja. Und die negative nimmt wieder Energie raus, konzentriert es, bündelt es, damit das System nicht überhitzt. Und da kommt es ja auch ein bisschen drin vor. Also es gibt schon ein paar recht gute Modelle, um die Wirklichkeit etwas besser abzubilden als unser männliches Prinzip des Linearen, wenn dann, sondern mehr in das weibliche Prinzip des Zyklischen. Ja, da ganz genau. Da sind wir, glaube ich, deutlich näher. Wenn man das ist in der Tat. Hat. Das höre ich bei dir zumindest gut raus. Also ich glaube, ich würde es Deutschland nicht verlassen, wenn du jetzt an die Macht kämpfst. Das ist ja schön. Ich danke dir an dieser Stelle, weil ich glaube, das passt von der Art und Weise für mich auf jeden Fall eine richtig runde Geschichte. Schön. Und sage herzlichen Dank. Ich stelle das jetzt ins Regal mit den Links zu deinen Quellen. Ja, und dann können sich die Leute inspirieren. Vielen Dank. Ja, ich danke dir, Roland. Danke.